Aber gut, das ist dann so und danach gehen wir schlafen. Bei dir kümmern wir uns gleich mal darum. Und dann lassen wir das hier mal alles schnell durchlaufen. Was ich halt, mich würde es halt voll freuen, wenn wir mal unseren Typi da. Ich weiß halt nicht, wo der wohnt, ne? Aber den könnten wir ja mal im nächsten Part besuchen gehen. Das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit. So. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich relativ gut am Start, ne? Gehen jetzt halt nochmal duschen. Gehen dann schlafen, essen was. Also. Was ist das jetzt? Das ist echt gut geworden. Das ist richtig gut geworden. Das packen wir mal hier rein. Für mich würde gerade mal interessieren, wenn ich nach Vorlage male und ein kleines. Okay, das bringt viel Geld, ne? Dann können wir mit ihr. Kann ich mir das nachts auch mal ansehen? Ich will halt wissen, was das ist. Ich google das sonst einfach gleich. Ist mir egal. Beschämt. Wegen Notenverschlechterung. Ja, komm. So, nein, meine Schule ist scheiße, aber ey, ich bin draußen. Das ist voll gut. Alles egal. Ja, gut. Das weiß ich nicht, was das für einen großen Sinn macht. Offenbar gar keinen. Gut, dann kannst du das ja nochmal wegwerfen. So, hier kann sie halt echt nichts machen, ne? Dann kann sie uns vielleicht helfen, indem sie angeln geht. Dann ist sie halt auch ein bisschen produktiv. Das würde Sinn machen. Weil mehr kann sie außer sammeln und Dingsen kann sie ja nicht machen. Und wenn Coco sich dann um den anderen Kram kümmert, ist das ja eigentlich eine ganz gute Aufteilung, denke ich. So. Errungenschaft. Was bringt ein Sim dazu? Nein. Lass ein Sim 48 Sim-Stunden Demotion okay behalten. Hä, wer fühlt sich denn hier okay? Bist du doof? Ist doch nichts passiert. Was will der denn? Mann. Frösche züchten, Frösche züchten. Ich glaube, das ist immer noch das Beste, was wir hier machen können. Einfach immer unsere Frösche hier miteinander kreuzen und dann haben wir immer 100. Und 100 ist halt echt viel. Weil die anderen. Also 30, 35 und so. Das bringt uns dann halt nicht so viel. Und wenn wir dann gleich schon solche haben, ist das doch echt cool. Die 10er-Dinger könnten wir halt theoretisch auch mal verkaufen. Ich weiß, dass ich keine Rechnung bezahlt habe. Das ist mir schon klar. Na, ich bleib trotzdem immer bei den 100er-Dingern. Ja, Levelaufstieg. Wir müssen uns gleich wieder darum kümmern, dass beide nicht zur Schule gehen. Ach so, oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon so, nein. Wir nehmen mal das Motiv. Das ist schön. Okay, sie finden es wohl kacke oder so? Ich weiß es nicht. So, Moment, Moment, Moment. Wir gehen nicht in die Grundschule. Wir gehen nicht in die Oberschule. Wir können uns noch weiter unterhalten, das ist gut. Tag verschönern, Kompliment machen, Lektion lehren, alte Zeiten machen.
Anscheinend sind okay. Wir gucken mal mit einem Köder oder sowas. Wir haben. Mach den Darm erstmal. Wir haben hier noch ein bisschen. Ein paar Pilze wären doch gut. Können wir ja doch mal ausprobieren. So. Gut. Und ein paar Äpfel. Ja gut, das passt schon so. Sie macht das jetzt weiter. Und ja gut, sie unterhält sich noch. Aber mit ihr können wir wieder sammeln gehen. Und wieder ein neuer Tag. Und wieder machen wir dasselbe. Da und da. Ah, mir fällt wieder ein, wo wir noch auf die andere Straßenseite gegangen sind. Bei der Cray People WG. Glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Ja, sind wir. Auf jeden Fall. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Okay, unterhaltet euch halt jetzt mal nicht mal. So, dann kann sie noch mal Frösche suchen. Und dann kommt zu spät zur Schule, Alter. Wir gehen gar nicht zur Schule. Wie wär's damit? Danach können wir noch mal was essen. Das hört sich alles. Im Moment finde ich das alles ganz annehmbar. Wir sollten noch mal mehr Zeug suchen, aber sonst ist das eigentlich alles eine ganz coole Nummer hier. Und das ist auch ein mega schönes. Aber das gibt nicht so viel Geld irgendwie. Dann verkaufen wir das. Und das behalten wir, weil das mega schön aussieht. Was ist da drin? Ja. Ich dachte gerade, ich habe es verkauft. Wäre dann auch nicht so dramatisch gewesen, aber schon ein bisschen doof. Das öffnen wir und öffnen wir. Und das verkaufen wir schon mal. Ja, die Fische. Ich weiß nicht, ob wir mit den Fischen vielleicht dann sogar fischen könnten. Das heißt, die Fische als Köder verwenden. Das ist zwar eigentlich ziemlich böse. Und ich bin sicher, wenn man das dann echt tun würde, würde man dafür in die Hölle kommen. Aber es ist ein Spiel, oder? Deswegen kann ja sein, dass es dann klappt. Gucken wir mal. Wir können einfach nur angeln gehen. Wir können gar keinen Köder verwenden. Verdammt nochmal. So ein Quatsch. Nach Vorlage. Nee, ohne Vorlage. Wir machen ein Pop-Art und zwar ein kleines. So, wie geht's uns denn? Spaß. Ja, dann könnten wir noch mal eine Runde schwimmen gehen. Und dann würde ich sagen, mache ich gleich noch mal ein Cut. Cut, 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 cut. Und wir gehen zu unserem Nachbarn. Also, beziehungsweise, wir suchen jetzt erstmal. Wo, wie heißt der? Jens Kreuz, obwohl so schön ist er jetzt auch nicht. Wann haben wir Geburtstag? In 2 Tagen. Okay, das können wir uns auch noch. Das halten wir auch noch aus. Und dann können wir ja die süßen Leute. Oh ja, genau, das. Okay, das finde ich ein bisschen doof, dass die dann am selben Tag Geburtstag haben. Das finde ich ziemlich doof. Aber naja. Das passt schon. Sonst geht es uns hier, glaube ich, würde ich mal sagen, ganz gut, oder? Also zumindest, ja gut, ihr geht es jetzt gerade nicht so toll. Erfrischende Dusche. Ja gut, die sitzt ja jetzt schon wieder drauf. Ich verstehe nicht, warum man sich nichts nehmen kann und sich dann da hinsetzen kann. Das macht halt keinen Sinn. Aber gut.
Ist dann deren Ding? Tü. Essen wir noch mal was. Ich bin gerade am überlegen, was laufen denn hier für Menschen rum? Kinder, Teenager, da können wir. Sarah ist hier. Sarah. Wer ist das? Hä, was? Ich möchte mit ihr reden. Ich kann halt einfach nicht mit ihr reden, na gut. Dann ist das halt so. Können wir uns halt nicht mit unserer Freundin unterhalten. Oh Gott, ist das schlecht, aber gut. Wir kriegen Kohle dafür. Also von daher. Gut, das andere habe ich jetzt auch gleich mitverkauft. Schön, dass man das auswählen kann, aber ist egal. Finden da schon noch schönere Dinge. 100 pro. So, du lass uns in Ruhe. Jo, bis dann. Was ist das? Das können wir auch selber wegräumen. Hier ist so viel Dreck. Und dann schlafen wir. Ich wünschte manchmal, Sims müssten nicht schlafen. Das wäre toll. Das wäre voll toll. So, dann macht ihr mal hier ein bisschen schneller, weil was sollen wir denn sonst bitte den ganzen Tag tun? Freunde der Sonne. Was ist das? Gut, das können wir verkaufen. Also ich finde, das bringt uns halt auch nicht so sehr viel, aber das ist halt so. Weil wir zahlen jetzt 100 und dann gucken wir gleich mal, was dabei so rauskommt. Die ist voll dreckig, oder? Ja. Nachdenklich duschen. Sonst geht's uns eigentlich gut, ne? Jo. Sie pennt erstmal richtig. Sie ist wohl voll müde. Und sie hat Hunger. Dann ess doch gleich mal was. Gut. Das hat sich sehr merkwürdig gerade angehört. Aber ich weiß, was wir bräuchten. Ist das fertig? Ja. Das heißt 82 Simoleons. Das ist halt nicht sehr viel. Für ein gutes Gemälde, was es ja ist, ist es nicht sehr viel. So, was geht hier ab? Den verkaufen wir. Die öffnen wir. Wir haben wieder eine Yuki. Die verkaufen wir. Das kommt weg. Oh. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Und wo ist unser 100? Wo ist unser Hauptding? Hier. Dann mach halt mehr Zeug und schlaf jetzt halt nicht. Frische züchten mit dem. Und schon wieder 100 Simoleons. Das finde ich echt cool. Mich würde nur mal interessieren, ab wie viel wir da was machen können. Das wäre ganz gut zu wissen. Also ab wann man das immer wieder machen kann. Dieses Züchten. Das ist gerade, was ich gerade gesagt habe, hat einfach mal gerade nicht so viel Sinn gemacht. Deswegen. Sorry, aber ist so.